das unglaubliche Zwiebelkäsebrot. 3 Minuten Vorbereitung, in 30 Minuten ist es gebacken. Fürwahr, das ist weltmeisterlich. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses tolle Brot selber backen könnt. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kuckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Aus gerade mal 5 Zutaten könnt ihr dieses fluffige und leckere Brot super einfach selber nachbacken. Dafür benötigt ihr 400 Gramm Mehl, 350 Milliliter Milch, 360 Gramm geriebenen Käse, mindestens 42% fettig, eine Packung Backpulver und 1 Teelöffel Salz. Alle Zutaten in einer Schüssel verrühren. Dann die Masse in eine kleine Brotform geben. Meine Brotform hatte Innenmaße von 13 x 20 cm. Wenn ihr eine gut beschichtete Form habt, braucht ihr sie nicht einfetten, ansonsten fettet sie leicht ein. Und dann geht es ab in den Ofen für 30 Minuten bei 180 Grad Umluft. Wenn das Brot fertig ist, sollte es ungefähr so aussehen. Lasst es jetzt noch 5 bis 10 Minuten in der Form ruhen. Dann stürzen und auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen, bevor ihr es anschneidet, denn ansonsten würde es zerreißen. Wenn es ausgekühlt ist, könnt ihr es anschneiden. Ich habe es in der Mitte aufgeschnitten, damit man hier besser sehen kann, wie es in der Mitte aussieht. Und ich kann euch sagen, es sieht nicht nur fantastisch aus, es schmeckt auch und es duftet. Schade, dass es kein Duftinternet gibt. Ich hatte dieses Brot für eine Grillparty vorbereitet. Dazu hatte ich einen Dip kreiert, den ich Paradieschen-Dip nannte. Paradieschen-Dip deswegen, weil er paradiesisch lecker ist und zum Großteil aus Radieschen besteht. Wie ich diesen Dip gemacht habe, das könnt ihr in diesem Video hier oben sehen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.